Warnung bitte vor dem Lesen, Lesen, Ubisoft. Powered by Snowdrop. Und damit hallo allerseits und willkommen bei der Beta von The Division 2. Wir drücken einfach mal zum Starten die Leertaste und bekommen ein Text. Willkommen zur privaten Beta von Tom Clancy's The Division 2. Wir freuen uns, unseren Spielern endlich eine Kostprobe des Spiels bieten zu können und können es kaum erwarten zu hören, was sie davon halten. Auch wenn der Hauptzweck dieser privaten Beta das Testen unserer Hardware und Infrastruktur ist, möchten wir auch ihre Meinung. Vor allem zu allem, was sie erleben hören. Diese Beta-Version umfasst einen kleinen Ausschnitt des Spiels, darunter die Operationsbasis, die ersten beiden Haupteinsätze, mehrere Nebeneinsätze, eine Siedlung, den PvP-Modus, Gefecht und eine von drei Dark Zones. Sie können einen Charakter erstellen und bis zur Stufe 7 aufsteigen. Beachten Sie, dass die Charaktererstellung während der Beta zufällig erfolgt. Im fertigen Spiel können Sie Ihren eigenen Charakter erstellen und anpassen. Es gibt keine Spielzeitbegrenzung, also genießen Sie diese Inhalte während der privaten Beta so lange, wie Sie möchten. Bitte experimentieren Sie mit allen verfügbaren Inhalten und teilen Sie uns Ihr Feedback in den Foren unter dieser URL mit. Probieren Sie auch unsere neuen Fotomodus, um Screenshots zu machen, und benutzen Sie die speziellen Beta-Sticker und teilen Sie sie in den sozialen Netzwerken. Nein, danke, viel Spaß, Agent. Wir sehen uns in den Straßen von Washington D.C. Das The Vision Team ist noch in der aktiven Entwicklung. Während der privaten Beta kann es zu fehlen und gelegentlichen Serverausfällen kommen, auch im fertigen Spiel. Und kein Kundendienst. Nehmen wir das Risiko einfach mal in Kauf. Ich war schon mal hier drin, weil... Ja, Beta, was gerade geschrieben wurde. Man kommt nicht ins Hauptmenü, wenn man das zum ersten Mal startet. Da kommt man, wie im ersten Teil, erstmal ins Spiel wird man reingeworfen. Hinein ins Spiel und dann erst im Spiel kann man die Einstellung ändern. Und das wollte ich da machen und da ist mir das Spiel abgeschmiert. Deswegen gibt es schon einen zufälligen Charakter. Und ich habe jetzt schon mal die Einstellung gemacht, das, was ich eigentlich machen wollte, aber... Da ist mir das Spiel, die Aufnahme, abgeschmiert. Gut. Dann gehen wir gleich mal wieder los. Boah, Position in der Warteschlange. Das war, glaube ich, auch schon in der ersten Beta so, oder? 713. Auf einmal nach vorne gerutscht. Wir haben uns vorgedrängelt. Das ist ja immerhin eine Warteschlange. Alles andere wäre auch verkehrt. Schneller, Ubisoft, schneller! 22% sind nicht genug. Wir hielten vieles für selbstverständlich. Den heißen Kaffee am Morgen, kostenloses WLAN an jeder Ecke. Als uns das genommen wurde, haben wir überlebt. Als die Kommunikation zusammenbrach, Züge stehen blieben und das Internet offline ging, haben wir überlebt. Nein, ohne YouTube. Doch als die Apotheken geplündert wurden, die Krankenhäuser dicht machten, wurde selbst Asthma tödlich. Und als die Polizei uns nicht mehr schützen konnte, hattest du da eine Waffe? Oder dein Nachbar? Einige überlebten. In Amerika haben sie alle eine Waffe, sogar fünf, an jeder Hand. Wir sind eine zähe Spezies. Als unsere Gesellschaft zusammenbrach, fanden wir Wege weiterzumachen. Und nun, zum ersten Mal seit Jahrhunderten, ist das, was wir wollen, wirklich das, was wir brauchen. Im Angesicht der Katastrophe haben wir uns gegenseitig geholfen. Wir errichteten neue Gemeinschaften auf den Ruinen der alten. Wir passten uns an. Wir haben überlebt. Wir haben ein neues Normal geschaffen. Doch es gibt auch die, die nichts aufbauen. Nichts erschaffen. Hyänen, die von den Schwachen zehren. Sie ließen unsere Welt bluten. Aber wir sind nicht allein. Ein paar Mutige haben geschworen, uns und was übrig ist, zu beschützen. Sie einen uns. Sie erinnern uns daran, dass wir ein Volk sind. Sie sind unser Schild. Unser Licht. Aber wenn dieses Licht erlischt... Wer kann uns dann noch retten? Thank you.
gespannt, wie das laufen wird. Mausempfindlichkeit passt jetzt auch besser als gerade eben. Vielleicht schneide ich nochmal, das habe ich aufgenommen, das Intro mit rein, das ist nämlich nicht mehr dabei. Okay, also Sprachausgabe ist wohl kaputt und Untertitel auch. Das ist eine Beta. Kann ich jetzt mal in die Einstellung gehen und das mir das Spiel abschmiert? Ich würde ganz gerne mal kurz zeigen oder vielleicht mal was nach unten drehen. Ist ja bloß eine Beta, noch nicht optimiert. Sieht nicht gut aus, denn jetzt läuft alles soweit noch. Aber wenn ich jetzt nochmal drauf klicke, dann geht es, glaube ich, wieder in die Brüche. Nee. Aufnahme und Spiel laufen noch. Okay. Aktuell läuft der ganze Spaß mit diesen Einstellungen hier. Hätte vielleicht mal etwas nach unten drehen, denn gerade sind es bloß 40 Bilder pro Sekunde. Und ich weiß noch, im ersten Teil habe ich die den Sound ziemlich leise stellen müssen, weil das alles derbe laut war, selbst auf den, ja, ziemlich kleinen Einstellungen. Gut, lassen wir es erstmal so laufen und wir legen gleich mal los. Also, beim ersten Licht des Morgens den Rasen des Weißen Hauses erreichen. 0,3 Kilometer. Hab auch schon mal die Tasten umbelegt. In Deckung gehen wir wieder auf Leertaste. Das geht, wie ich finde, gar nicht. Na, da hinten müssen wir hin. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Den grünen Bereich können wir jetzt besuchen. Und auch hier drüben schon. Das heißt, hier bis Stufe 7, ne? Und hier, na, hier ist noch Stufe 7. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Bin schon gespannt, freue mich schon. Hier dampft's grün. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber ich muss schon mal wieder sagen, es sieht wieder sehr belebt aus. Es ist sehr stimmungsvoll. Atmosphäre kann ja besonders der erste Teil ganz gut. Ganz, ganz richtig gut. Oh, hier stehen dicke Militärhubschrauber. Transporthubschrauber. Wir haben eine Pistole bekommen. Klingt ganz schön gedämpft. Aber ein Schalldämpfer ist da nicht dran. Wir haben noch keine Spezialfähigkeit, also Ping oder irgendwas mit Q, mit E, das geht überhaupt gar nicht. Ja. The Division 2 soll im Sommer spielen. 7 Monate nach dem ersten Teil. Hier ist ein böser Boom in der Nähe. Wir haben bloß eine Pistole, ja super. Okay, Spielmechanik wie im ersten Teil. Das ist schon mal gut. Aber schaut mal, hier hat man nichts geändert. Hier sieht man noch den ganzen Weihnachtskram. Ja, es gab anderes zu tun in den 7 Monaten. Da hat sich keiner um das Abschmücken gekümmert. Aber dass das hier noch alles grün ist, das verwundert mich. Wobei, das sind Bäume in der Erde, nicht aufgestellte. Hinten ist das Weiße Haus. Was machen die denn da? Wir stören sie mal dabei. Ich trete wieder auf einem herum, der womöglich noch lebt. Wieder einfach weiter tritt der Depp. Media. Habt ihr was fallen lassen? Sieht nicht so aus. Und er ist auch nicht mehr. Wirkt schon irgendwie komisch, oder? Teil 1. Alles so kalt, so düster und jetzt haben wir hier Sonnenschein. Und herrlichstes Wetter für kurze Hosen und für T-Shirt. Und hier stehen Nussknacker rum. Kann man die Lämpchen hier zerschießen? Nö. Da spratzt zwar Glas raus, aber da passiert nichts. An dem Ball kann man bewegen. Details, Details.
das Weiße Haus. Ja, alles wird nicht mehr so richtig. Es kümmert sich keiner mehr um irgendwas. Das finde ich immer sehr interessant, wenn Städte oder Gebäude einfach verwahrlost sind, weil sich keiner mehr darum kümmert, wie das aussieht. Und wenn man sich dann vorstellt oder Gedanken macht, ja, wie sah das denn vorher aus? Geht das noch? Jawohl, aber es klingt nicht mehr so geil. Nein? Das ist ja echt schwach. Hoppala. Oh, das klang im ersten Teil so cool, wenn die Reifen kaputt gegangen sind. Da muss Ubisoft noch unbedingt was machen, ansonsten wird das Hauptspiel nicht gekauft. Zum Glück haben wir bei der Pistole, wie im ersten Teil, unbegrenzt Munition. Also die Soundeffekte beim Reifen kaputt schießen sind echt schwach. Schon mal eine Verschlechterung. Was macht denn der Arsch da oben? Bleib in Deckung. Der ist immer noch da. Ich glaube, wir sind gleich tot, oder? Kaum Leben noch. Hm? Geht das hier noch mit V? Ja. Oh, das ist ja lustig. Wir haben jetzt hier eine Rauchgranate und das sich umsehen, das ist halb invertiert gefühlt. Wow. Ich hoffe, die haben nicht noch mehr Granaten. Ansonsten müssen wir mal die Position wechseln. Behalt den Scheiß. Da ist sich selbst ein Geräusch, der Depp. Der hat was fallen gelassen. Ich muss mal kurz die Position wechseln. Wird Zeit, dass wir mal eine richtige Waffe bekommen. Agent, falls Sie uns hören, hören Sie uns nicht. Was hat er denn fallen gelassen? Ein weißes Haus vielleicht? Panzerweste. Alles mitnehmen und der da hinten hat nichts fallen gelassen, oder? Inventar, ja, ins Inventar, Escape, wechseln, Inventar, Objekte ausrüsten, okay. Ja, sieht nicht so aus. Ist echt sonderbar, den ganzen Weihnachtskram jetzt hier bei Sommerstimmung zu sehen. Ja, gerade läuft das Spiel mit 40 Bildern pro Sekunde. Was sind denn hier für coole Explosionen zu hören? Zugemüllt, aber auch irgendwie schön. Am besten direkt mal in diesen grünen Nebel gehen. Ist bestimmt nicht giftig. Oder ist eine Rauchgranate? Nee, ist irgendwie Chemiekram. Die Farben wurden angezündet. Und die dampfen noch nach oder irgendwie sowas. Wow, hier geht's ja richtig zu. Moment. Ein Lilali hier. Wir brauchen unbedingt mal bessere Waffen. Nein, behalt den Mist. Ah, da hat er ins Autochen geschossen. Was hat er denn gemacht? Zoom kann man nicht, auch nicht. So über Kimmelkorn nochmal etwas näher rangehen? Nee. Ist nicht. Wir sind überhaupt nicht in Deckung, aber bekommen praktisch keinen Schaden. Auch gut. Wow, jetzt gehe ich hier weg. Kann man den mit ein paar Schüssen irgendwie locken? Was war das Rotes? Oh, da fliegt C4 oder so. Komm, geh hoch. Ich muss wieder meine Deckung. Nee, es ist Rauch. Okay. Das war eine Rauchgranate. Ah, der Rauch hier ist bestimmt auch nicht gut. Oh, meine Deckung ist gerade nicht gut. Hallo. Wir ziehen uns zurück, die Rücken nach. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh Gott. Stehen bleiben muss man dazu. Okay, okay. Ich gehe einfach mal hinter das Auto. Dann haben die hier keine Deckung mehr und wir haben Deckung. Mal gucken, ob sie überhaupt nachziehen. Nein, die kommen nach. Verstecken sich jetzt im Gemüse. Oh, er ist aber vorgerückt. Vor allem unbemerkt. Wie die Blätter da fliegen. Ich würde ganz gerne pingen, aber das ist nicht.
Ja, mit der Pistole auf die Distanz, das geht eher nur schief. Oder halt auch für uns gut aus. Okay. Da ist noch einer im Gewässerchen. Nein, sie haben Alex. Oh, das ist ja cool, dass das Wasser sich sogar an der Stelle rot färbt. Knieschoner? Das war ein Blümchen. Was machen Sie denn da hinten? Seid ihr unsere Deckung, blöder Arsch? Moment. Lässt sich jetzt nicht wieder locken, hä? Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Lassen wir den doch beim Auto sein. Oh, er trifft ja uns auch noch. Mann, wir brauchen gleich das nächste Medkit. Gleich ist das nächste Medkit dran. Mist, stand zu weit weg. Typ von hinten kommt gleich an. Haben wir eigentlich eine Autoregeneration bei angeknacksten Lebensfeldern? Sieht gerade nicht danach aus. Oh Gott. Hey, da hat ein Kästchen an der Seite, eine Tasche. Eine Granatentasche. Wie im ersten Teil. Ja, die da oben gefallen mir nicht. Und wir rennen hier bloß mit einer Pistole rum. Er rennt voll in den Rauch. Was machen Sie da für einen Mist? Nicht aus der Deckung lösen. Oh, was war das? Ach so, das war unsere Rüstung. Jetzt habe ich das mit den weißen Feldern verstanden. Unsere Rüstung ist geplatzt. Jetzt haben wir noch unten die Lebensbalken. Okay. Mann, 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 ich brauche echt eine bessere Waffe. Jetzt fliegt wieder eine Granate. Kann ich irgendeiner von denen mal eine entsprechende Waffe fallen lassen? Wir sind noch nicht benebelt, obwohl wir benebelt sind. Okay, Rüstung füllt sich natürlich nicht auf. Jetzt bin ich reingerannt, das war bewusst. Lebensenergie füllt sich auf, aber eben nicht Rüstung. Rüstung ist neu. Wenn ich dran denke, das einzuspielen, was ich gesehen habe, als das Spiel abgeschmiert ist beim in die Einstellung gehen, kriegt er auch Schaden. Ja, da wurde die Rüstung nämlich erklärt. Beim ersten Start. Ist der jetzt neu? Ja, kommt der näher? Das da oben scheinen unsere Verbündeten zu sein. Denn die schießen nicht auf uns. Das weiße Haus dürfen wir jetzt betreten. Dann bekommen wir hoffentlich bessere Waffen. Eine Granate mitgenommen. Stimmt, die kann ich auch mal wieder benutzen. Hallo. Wir sind nett. Das ist ja cool, dass das Weiße Haus unsere Operationsbasis ist. Guten Tag. Ja, Sprachausgabe funktioniert in der Beta wohl noch nicht. Monument. Das Weiße Haus entdeckt. Gibt's hier keine Waffe? Ich brauche unbedingt bessere Ausrüstung, aber ich denke mal, die bekommen wir gleich. Wenn wir reingegangen sind. Mit dem Division-Koordinator im oberen Stockwerk. Im oberen Stockwerk treffen. Ich finde es aber gar nicht mal verkehrt, dass wir hier keine Sprachausgabe haben. Da bekommen wir gar nichts von der mehr oder weniger Story mit. Finde ich gar nicht schlecht. Ach gut. Hier kommen wir nicht vorbei, weil die im Weg rumliegen. Finde ich sogar ziemlich gut, dass es hier keine Sprachausgabe zu geben scheint. Sondern dass wir hier bloß spielen.
Wobei in Zwischensequenzen könnte das blöd sein. Er sagt nichts. Untertitel gibt's auch gar nicht. Der sagt bestimmt, heute spielen wir Mensch, ärger dich nicht. Das ist unsere Spielfigur. Na, ich will nicht zu viel reinquatschen, deswegen bin ich gerade ruhig. Dialoge und so, ne? Ja, und das war Lucky Luke. Ach, übrigens, Agent. Was? Mary? Fertigkeit freigeschaltet. Nächste Fertigkeit beim Quartermaster. Quartiermeister, das erinnert an Dying Light. Eine SHD-Technologie und ein Belter-Feldexperte. Die Belter, das kam erst später beim ersten Teil rein. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller unten mit dem Quartiermeister sprechen. Wo sind die ganzen Leute denn? Hier waren doch vorher noch Leute, oder? Als wir hier rein sind? Also klar, davor waren Leute und hier glaube ich doch auch. Fertigkeit zur Freischaltung verfügbar 2. Okay. SHD-Technologie. Schild, Drohne, Suchermine, Glühwürmchen. Was ist das denn? Suchermine kennen wir. Chemiewerfer oder wie darf ich das verstehen? Ein Drohnenstock sieht interessant aus. Ein Geschützturm und der Impulsgeber. Was mit der Heilungspistole? Die Fertigkeiten von Division-Agenten basieren auf Fertigkeiten-Plattformen mit einigen Varianten. Es stehen insgesamt 8 Fertigkeiten-Plattformen zur Verfügung. Fertigkeiten freischalten. Fertigkeiten werden freigeschaltet, indem bestimmte Haupteinsätze abgeschlossen werden. Sie können die Fertigkeiten-Plattformen in beliebiger Reihenfolge freischalten. Bestimmen Sie, welche Fertigkeit Sie zuerst freischalten wollen. Okay, darf ich hier weiter? Ich muss mir jetzt eine freischalten, dann geht der Text da unten weiter, oder? Impulsgeber, ich würde mich ja liebend gern erstmal heilen. In der Beta nicht verfügbar, sehe ich gerade. Geschützturm oder Suchermine? Die beiden kennen wir schon, dann nehme ich jetzt mal die Drohne. Die kennen wir nämlich noch gar nicht. Fertigkeit wählen. Halten Sie F gedrückt, um eine Fertigkeitenplattform freizuschalten. Oder gehen Sie zurück, um eine andere auszuwählen. Punkte, Technologie, okay. Stürmer in der Beta nicht verfügbar. Hier kommt man auch gar nicht hin, auch nicht mit Q und E oder mit der Mausklickerei. Das Ding ist doch verfügbar. Steht ja nichts. Freischalten geht nicht. Freischalten geht. Gut, dann nehme ich mal die Suchermine. Gegen Ende von The Division 1 hatte ich ja, oder von einfach The Division hatte ich ja vorzugsweise den Geschützturm. Gedrückt halten, okay. Aber wir haben noch 2, oder? Wie viel kostet das? Ja, um Gegner aufzuspüren und explodiert bei Annäherung. 60 Sekunden Cooldown.
Okay, Fertigkeitenvarianten. Sobald eine neue Fertigkeitenplattform freigeschaltet ist, können Sie die Varianten freischalten, um ihre Funktionsweise zu ändern. Sammeln Sie SHD, Technologie. Das steht für Strategic Homeland. Was war das nochmal? Das D. Weiß ich nicht mehr. Mist. Auf jeden Fall mit SHD-Technologie. Durchspielen der SHD-Technologie-Einsätze. Stufenaufstieg und Plünderung von Orten mit SHD-Technologie. Kehren Sie zur Operationsbasis zurück, um die Fertigkeiten-Varianten freizuschalten. Okay. Vorteile. Vorteile sind passive Boni, die ihren Charakter auf verschiedene Art verbessern können. Arten. Vorteile können durch die Verwendung von SHD-Technologie erworben werden. Sie können in beliebiger Reihenfolge freigeschaltet werden. Manche Vorteile haben Verbesserungsstufen. Die niedrigen Stufen der Vorteile müssen vor den höheren freigeschaltet werden. Reparaturkit Voraussetzung. Für manche Vorteile gibt es zusätzliche Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, damit der Vorteil verfügbar wird, so wie mit den Talenten bei den Waffen aus dem ersten Teil. Wirkt sofort. Die Effekte eines Vorteils werden sofort angewendet. Sobald sie einmal erworben sind, sind sie immer aktiv. Waffenplatz. Eine zweite Waffe kann ausgerüstet werden. Yeah! Insgesamt können also Eine zweite Waffe kann ausgerüstet werden. Insgesamt können also immer zwei Primärwaffen und eine Sekundärwaffe ausgerüstet sein. Bekommen wir auch gleich eine? Durch das Spielen von SHD-Technologie-Einsätzen, Stufenanstiege und das Plündern von Orten. Ja. Ach, beenden. Das kennen wir doch schon. Mitarbeiterübersicht der Mitarbeiter? Ach hier, der Quartiermeister. Der Korb. Punkte, ein ehemaliger Waffenhersteller des Geheimdienstes hat. Handwerker, Philosoph und heimliches Genie. Also irgendwie so ein Daniel Düsentrieb für Arme. Dennison ist ein meisterhafter Tüftler, der in der Werkstatt im Erdgeschoss des Weißen Hauses arbeitet. Er hat viel Erfahrung auf dem Gebiet und hat über die Jahre schon einige Präsidenten kommen und gehen sehen. Ist ja auch keine Meisterleistung. Das Theater ist unser nächster Einsatz. East Mall. Stufe 7 bis 11. Wir können selbst bis Stufe 7 gehen. Verstärkung rufen. Da schätze ich mal andere Spieler. Karte schließen. Spieler Weg setzen. Haben wir schon. GPS off. Gut, weiß ich erstmal Bescheid. Und kann ich noch irgendwo Munition aufsammeln? Vorzugsweise kann ich irgendwie mal eine zweite Waffe bekommen? Was, wenn ich jetzt hier hingehe? Auswählen. Freischalten ist nicht in der Beta nicht verfügbar. Das ist aber bloß die Anforderung hier. Ah, wobei, das können wir freischalten. Mach mal jetzt. Oder halt Impulsgeber. In der Beta nicht verfügbar, okay. So, haben wir jetzt nämlich zwei Offensivwaffen. Ich hätte ganz gerne noch den Impulsgeber genommen. Aber gut. Mir fällt immer noch eine zweite Waffe. Hat uns jemand was geschenkt? Überall 0000. Sieht nicht so aus. Finden Sie Odessa Sawyer in der Theatersiedlung. Fast einen Kilometer weit weg. Operationsbasis. Der Quartiermeister kann Ihnen helfen, Ihr Werkzeugarsenal zu verbessern. Er schaltet Fertigkeiten, Mods und Vorteile frei. Verstanden. Unterbesetzt.
sind wir in der Operationsbasis. In den Siedlungen können Sie für das Weiße Haus Personal rekrutieren und neue Dienste der Operationsbasis freischalten. Das SHD-Netzwerk ist offline, was den Zugang zu Versorgungsgütern erschwert. Schließen Sie SHD-Einsätze ab, um die Operationsbasis zu verbessern. So, dürfen wir jetzt raus? Das Viertel, das Sie durchqueren? Nee, das, die Viertel, die Sie durchqueren? Egal, wir spielen bloß. Für Story sind wir dann im Hauptspiel tätig. Dürfen wir fliegen? Guten Tag. Sie will nicht fliegen. Zumindest nicht mit uns. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, Stufenaufstieg? Nö. Funksignal. Machen wir aber erstmal eine kleine Pause und machen dann in der nächsten Folge weiter. Bin schon gespannt, was wir hier alles zu sehen bekommen, was die Beta alles bietet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.